So. Hallo, ich bin Lia von ganzmünchen.de und heute stelle ich Ihnen ein paar Fragen. Und zwar die erste Frage ist, wie können Sie die schwarzen Pferde unterscheiden? Das ist gar nicht so einfach, aber dadurch, dass ich mich ja auch um die immer kümmere und wir schon viele Jahre auch schon zusammen trainieren, schaut man sich einfach so ein paar Punkte aus, die wirklich wieder unterschiedlich sind. Zum Beispiel sind ja größere, kleinere. Manche haben große Ohren, manche haben kleinere Ohren. Dann der ganze Ausdruck, wie sie einen anschauen, wie sie laufen, wie sie sich bewegen. Ich kenne sie alle einzeln auseinander auch. Okay, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Und zwar, welche Rasse sind die Pferde? Oder haben Sie ganz unterschiedliche Rassen? Wir haben ganz unterschiedliche Rassen. Und heute Abend waren Nonius-Hengste in der Manege. Das sind Pferde aus Ungarn. Okay, und können Sie uns ein paar Namen von den Pferden aufzählen? Das ist zum Beispiel der Gurbi, der Barker, der Schandor, der Yusuf, der Chirko. Also wir haben sind ja 10 Stück gewesen und haben alle ganz unterschiedliche Namen auch. Und die hören auch sofort auf ihren Namen, die kennen ihren Namen auch. So, ja, und zwar die nächste Frage ist, wie alt war denn die Elefantendame? Die Bara ist jetzt so 44 Jahre alt. Okay, das ist schon ziemlich alt. Und wie steigen Sie dann auf den Elefant auf? Jetzt, wenn sie die Decke anhat, warte ich, bis sie sich hingelegt hat, um die Decke anzuziehen, und dann steige ich mit auf. Aber normalerweise schmeißt sie einen rauf mit ihrem Fuß. Ah, okay, das ist ziemlich überraschend. Ja, ich freue mich schon drauf. Und ja, ich wollte denn unbedingt hier dabei sein, weil ich liebe einfach Tiere. Deswegen liebe ich sie bei Zirkuskrone, weil es einfach so überraschend ist, sage ich jetzt mal. Und ja, das war's mit dem Interview. Und danke nochmal für das Interview. Und ja, ciao.